Wenn du die Kosten für dein Homeoffice, also für deinen Heimarbeitsplatz, von der Steuer absetzen möchtest, dann gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest. Was das ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von Contest und in diesem Video möchte ich mich mit dem ganzen Thema Heimarbeitsplatz ein wenig beschäftigen. Wenn dein Homeoffice der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen Tätigkeit ist, dann darfst du alle Kosten dafür geltend machen. Entweder wenn du selbstständig bist als Betriebsausgabe oder wenn du angestellt bist als Werbungskosten. Wenn dein Heimarbeitsplatz nicht Mittelpunkt deiner beruflichen Tätigkeit ist, dir aber woanders auch kein anderer Arbeitsplatz gestellt wird, dann darfst du auch Kosten absetzen, aber nur in Höhe von 1.250 Euro pro Person pro Jahr. Hierbei wird immer auf qualitative und nicht auf quantitative Merkmale geschaut. Das bedeutet, dass es vollkommen unerheblich ist, wie lange du im Homeoffice sitzt. Entscheidend ist, welche Tätigkeiten sind zentral für deinen Beruf und wo führst du diese aus. Um mal drei Beispiele zu nehmen, um es einfach deutlicher zu machen: Lehrer, Immobilienmakler und Handelsvertreter. Diese drei Berufsgruppen können Homeoffice haben, was auch sehr üblich ist. Aber der Kern, die zentrale Tätigkeit ihrer beruflichen Berufstätigkeit findet nicht im Homeoffice statt. Die Lehrer sind in der Schule, Immobilienmakler sind in der jeweiligen Immobilie und die Handelsvertreter halt beim Kunden. Das heißt, sie dürfen Kosten für ihr Homeoffice ansetzen, aber gedeckelt auf 1.250 Euro, zumindest wenn ihnen woanders kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Außerdem muss das Arbeitszimmer an sich einige Voraussetzungen erfüllen. Und zwar muss es in Lage, Ausstattung und Anbindung zu deinem häuslichen Wohnraum gehören. Das heißt, zu deiner häuslichen Sphäre gehören. Das heißt, einfach ein Zimmer in deiner Wohnung. Und es sollte natürlich so ausgestattet sein, dass du dort auch arbeiten kannst. Wenn du dieses Zimmer auch bis zu 10% privat nutzt, ist das unerheblich und du darfst die Kosten trotzdem als häusliches Arbeitszimmer geltend machen. Nicht jedoch ist eine Absetzung möglich, wenn es nur eine Ecke eines Raumes ist oder wenn du am Küchentisch normalerweise sitzt und dort arbeitest oder du benutzt die Couch plus das Couchtisch. Das alles sind Arbeitsumgebungen, die du leider nicht als häusliches Arbeitszimmer geltend machen darfst. Bei einer Wohnung gehören zu den Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer übrigens die anteilige Miete und auch die anteiligen Nebenkosten. Du nimmst einmal den Grundriss deiner Wohnung oder deines Hauses, schaust dir an, wie groß ist das Arbeitszimmer, wie viel prozentual von der Wohnung ist denn dein Arbeitszimmer. Und diesen Prozentsatz darfst du nehmen von der Miete, aber auch von den Nebenkosten wie Gas oder Wasser. Außerdem die Kosten fürs tatsächliche Arbeitszimmer, das heißt für die Einrichtung. Du kannst gerne die Kosten absetzen für den Schreibtisch, für den Schreibtischstuhl, aber auch für die Einrichtung, wie zum Beispiel Regal, Lampen, Teppiche, Gardinen. Das alles sind Kosten, die du ansetzen kannst als Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer. Dazu kommen beispielsweise anteilige Reinigungskosten, zum Beispiel die anteilige Hausratversicherung, aber auch anteilige Umzugskosten. Oder wenn du nicht im gemieteten Wohnraum lebst, sondern es ist dein Besitz und du hast Finanzierungskosten, kannst du auch die anteiligen Finanzierungskosten als Kosten fürs Arbeitszimmer geltend machen. Da es immer ein paar Leute gibt, die versuchen, das System ein bisschen auszutricksen und so die Grenzen auszutesten, schon mal zwei Beispiele, was nicht funktionieren wird. Es gab zum Beispiel mal jemanden, der hat sein Badezimmer renovieren lassen und weil er gedacht hat, Mensch, ich benutze das Badezimmer ja auch während ich im Arbeitszimmer arbeite, deswegen steht mir die anteiligen Kosten für die Renovierungskosten fürs Badezimmer auch zu als Kosten fürs Arbeitszimmer, wollte er diese anteiligen Renovierungskosten auch geltend machen als Kosten fürs Arbeitszimmer. Das wurde abgelehnt und deswegen brauchst du es gar nicht machen und dieses Gerichtsverfahren hat dieser Herr schon verloren. Eine zweite Möglichkeit, was du gar nicht erst versuchen brauchst, sind teure Kunstgegenstände. Das heißt, wenn du dir jetzt den Picasso für 5.000 Euro kaufst oder irgendeine andere teure Skulptur beispielsweise und du denkst dir, Mensch, das wird sich in meinem Arbeitszimmer ganz gut machen, dann darfst du sie gerne in dein Arbeitszimmer stellen oder hängen, gar kein Problem. Allerdings wirst du diese Kosten für diese Kunstgegenstände nicht als Kosten für dein häusliches Arbeitszimmer von der Steuer absetzen dürfen. Wohnen mehrere Steuerpflichtige in deiner Wohnung und nutzen mehrere Steuerpflichtige das gleiche Arbeitszimmer, dürfen die 1.250 Euro als Höchstgrenze pro Person verwendet werden. Das heißt, wenn beispielsweise zwei Steuerpflichtige in der gleichen Wohnung wohnen und das gleiche Arbeitszimmer nutzen, darf jeder maximal 1.250 Euro als Werbungskosten oder Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Wenn der Mittelpunkt deiner Tätigkeit nicht im Homeoffice liegt, gibt es allerdings auch noch eine Möglichkeit, wie du alle Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer geltend machen kannst.
Und zwar, wenn du eine häusliche Betriebsstätte hast. Die häusliche Betriebsstätte hat ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel hat sie einen separaten Eingang und nicht den Eingang über die Wohnung. Außerdem, das ist optional, werden Mitarbeiter dort beschäftigt. Aber es gibt zum Beispiel auch Publikumsverkehr, das heißt, es kommen regelmäßig Gäste oder Kunden vorbei. Da gibt es einen Wartebereich oder auch eine Gästetoilette. Das alles sind Indizien für eine häusliche Betriebsstätte. Sollte das bei dir gegeben sein, darfst du alle Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Jetzt noch einmal zusammenfassend, wann darfst du eigentlich welche Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer geltend machen? Szenario Nummer 1, das häusliche Arbeitszimmer ist der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen Tätigkeit. Beispielsweise, du bist Webdesigner, arbeitest ausschließlich von zu Hause, du bist Autor, arbeitest ausschließlich in deinem Heimarbeitsplatz, dann darfst du alle Kosten für diesen Arbeitsplatz steuerlich geltend machen. Andere Möglichkeit, du hast eine häusliche Betriebsstätte mit separatem Eingang und so weiter. Auch dann darfst du alle Kosten unbegrenzt steuerlich geltend machen. Szenario Nummer 2, der Kern deiner Tätigkeit liegt nicht im Homeoffice, sondern woanders. Allerdings hast du dort, wo der Kern deiner Tätigkeit ist, keinen Arbeitsplatz. Wir erinnern uns beispielsweise Lehrer, Handelsvertreter oder Immobilienmakler, die zwar den Hauptteil ihrer Arbeit woanders ausführen, aber zwingend zu Hause einen Arbeitsplatz brauchen. In diesem Fall dürfen Kosten in Höhe von 1.250 Euro maximal geltend gemacht werden. Das gilt pro Person pro Jahr. Szenario Nummer 3. Du hast woanders einen Arbeitsplatz und dort ist auch der Kern der beruflichen Tätigkeit. Du hast zu Hause aber auch noch zusätzlich einen Arbeitsplatz. In diesem Fall darfst du die Kosten für einen Homeoffice-Platz leider steuerlich nicht geltend machen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn du sonst noch steuerliche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du Interesse an den Leistungen der Kontist Steuerberatung hast, findest du dazu alle Informationen unter diesem Video. Ansonsten kannst du dir aber auch gerne diese Videos hier und hier anschauen. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Das war besser.